Hallo Leute, ich bin's wieder und heute auf Deutsch. Warum? Weil es geht mir um Deutschland beim Eurovision Song Contest. Und das Thema ist ein bisschen schwierig, das wissen alle, die sich damit beschäftigen. Ich möchte nicht die Geschichte durchgehen, die vielen letzten Plätze, vorletzten Plätze, die Deutschland gemacht hat. Die Enttäuschung vom letzten Jahr, nachdem manche dachten, okay, wir haben jetzt mal was Neues gewagt, wir schicken eine Band selbstsicher und ja, ein bisschen rockig und ein bisschen provokant dorthin. Und vom Ergebnis her hat sich nicht viel geändert. Es wurde zwar allenthalben gesagt, ja, es ist diesmal besser, Deutschland wird nicht auf den letzten Platz kommen, aber ihr wisst selbst, wie es ausgegangen ist. Jetzt ist es so, dass wir dieses Jahr wieder einen eher radiofreundlichen Auswahlwettbewerb hatten. Es gab nur eine Besonderheit, weil es gab einen Fan-Favorite, Rick, der von einer bestimmten Community besonders supported wurde und dessen ja nicht gewünschte Platzierung für viel Unmut gesorgt hat. Es gab eine internationale Jury, die hat ihn auf den vierten oder fünften Platz gewotet und die Zuschauer, die danach noch marginal Einfluss nehmen konnten, hatten ihn dann, glaube ich, auf dem dritten Platz. Es ist Isaac geworden mit Always on the Run und ich werde das Lied nachher auch gleich nochmal anspielen. Ich weiß nur, Isaac hat viel Hate bekommen, allein dafür, dass er nicht Rick ist und entsprechend jetzt Deutschland vertritt, was ich schon mal gar nicht okay finde. Dann ist das natürlich kein besonderes Lied im Sinne von super neu, noch nie gehört. Es ist solid, ich finde es vollkommen okay. Er ist ein guter Sänger und er ist sehr authentisch. Also er macht kein Shishi, er hat keine Special Effects, er hat keine besonderen Klamotten. Er tritt auf als er selbst mit einem relativ tiefsinnigen Text, wie ich finde. Auch nicht so ein happy-go-lucky Text. Wenn man zuhört, versteht man auch, warum seine Performance eher zurückgenommen ist. Und er steht da und lässt eben seine Stimme für sich und den Song sprechen. Vielen gefällt es nicht. Es gibt wieder massenhaft ja, im Scherz oder ernst gemeinte Kommentare. Germany 0 Points und ich habe mir den Song auch mehrfach angehört. Ich war am Anfang auch nicht begeistert. Ich sage nicht, das ist ein Gewinnerlied, aber ich sage eins, im Vergleich zu vielen anderen Songs ist der nicht besonders schlecht oder überhaupt nicht schlecht, denn dieses Jahr strotzt nicht gerade vor Qualität, es sei denn, man mag relativ dumpfe Beats und ja, Girly oder Boyband-Style. Ganz einfachen, seichten Pop. Alles kommt scheinbar besser an als Deutschland beim Eurovision Song Contest. Warum ist das so? Es gibt sicherlich sehr viele Gründe. Die Frage ist nur, wie soll es denn weitergehen? Und ich werde jetzt einfach mal eine längere Tarotlegung machen für Isaac und für sein Lied und für das, was ihm widerfährt. Ich hoffe, er hat gute Nerven. Ich hoffe, dass der Hate einfach aufhört, weil ich es nicht nachvollziehen kann. Weil selbst wenn mir ein Lied nicht gefällt, ich muss es nicht hassen. Und ich muss nicht mich so rüber auslassen, wie das immer mehr tun. Auch sogenannte Experten von durchaus einflussreichen Kanälen, was ich indiskutabel finde. Ich werde jetzt nochmal eine Tarotlegung machen und die euch zeigen. Ich werde es interpretieren. Ich denke, den Song, den spiele ich nochmal an im Rahmen eines weiteren Videos, das ich hiermit ankündige, das ich auf Englisch machen werde. Die Tage, morgen oder sehr, sehr bald. Und dann bin ich auch für ein internationales Publikum vielleicht nochmal zu hören, für die, die es dann hören wollen. So, jetzt die Legung, ich ziehe erstmal 10 Karten. Ich sage dazu das, wofür sie stehen und danach zeige ich es euch. Also, Always on the Run, Isaac, representing Germany, Eurovision Song Contest 2024. This will happen. So, wir sind hier auf Deutsch. Also, zwei Einflüsse.
Das ist es. Das kreuzt es. Das ist deutlich erkennbar und das ist unterschwellig wirksam. Das ist die jüngste Vergangenheit und das ist die nächste Zukunft. Diese Karte repräsentiert den Frager, also mich. Diese Karte repräsentiert die Einflüsse des Umfeldes, das Beste oder Schlimmste, was passieren könnte, und das Ergebnis. So. Ich sage das immer dazu, damit mein Unterbewusstsein auch weiß, was es da gerade macht. So, und jetzt zeige ich es euch einfach nochmal. Der Haupteinfluss, das ist ein sympathischer, warmherziger junger Mann. Der weitere, das ist eine bodenständige weibliche Energie. Sie weiß, was sie hat, sie wartet ab. Also relativ solide, positive Einflüsse. Was erkennbar ist, die Sonne. Steht hier auf dem Kopf, könnte man auch deuten, dass die Sonne eben nicht so doll scheint. Diese Karte ist rein positiv. Und das ist unterschwellig wirksam und diese Karte steht für Enttäuschung, sich abwenden von etwas, einen anderen Weg gehen, das stehen lassen, was noch da ist und sich quasi enttäuscht aufmachen ins Unbekannte. Die jüngste Vergangenheit, das ist eine Karte, die steht für Nehmen und Geben, die richtige Balance, die richtige Ausgewogenheit finden. Was als nächstes passiert, ist wieder eine Personenkarte, eine männliche, logische, ein bisschen streitsüchtige Energie, die sich hier einmischt oder an Einfluss gewinnt. Die Karte, die für mich steht, oh ja, das steht für ja, Niederlage bis Demütigung. Und ehrlich gesagt habe ich auch die letzten Tage zunehmend diesen Ärger und diesen Frust empfunden, wenn ich mir, wie gesagt, vielleicht zu viele Kommentare angeschaut habe. So, das weitere Umfeld hat die Schwertenergie. Also hier geht es wieder um eher mit dem Verstand agieren, Knoten zu durchschneiden. Das ist etwas Hartes, etwas Scharfes, etwas Klares, was hoffentlich Klarheit bringt. Das Beste oder Schlimmste, was passieren kann, ist Kampf. Das ist eine gute Position zum Kämpfen, aber es wird nicht leicht, weil man hat verschiedene Einflüsse, die auf einen zukommen. Und jetzt kommt das Ergebnis. Oh nein. Oh shit. Das ist keine schöne Karte. Das seht ihr wahrscheinlich auch. Also da steht für Trauer, für schlaflose Nächte, für Gewissensbisse, für Zweifel, für Ängste, für Albträume. Es ist wieder eine Schwertkarte, wie jetzt das Element Schwert einfach zugenommen hat. Ja, das ist nicht schön. Also die Ergebniskarte ist, muss ich es leider so sagen, negativ bis niederschmetternd. Und das Verrückte ist, dass die Ursprünge nicht negativ sind. Ja, hier Sonne, Neuanfang, das sind ganz solide Karten. Auch wie es dazu gekommen ist, das war ausbalanciert. Das war nichts Einseitiges. Aber hier schon das Unterschwellige ist, hier wendet sich jemand, hier wendet sich etwas ab. Das sagen die Karten, ich will das gar nicht weiter kommentieren. Möchte jetzt einfach schon mal für heute Tschüss sagen. Wer Lust hat, schaut dann die Tage wieder rein. Dann gibt es nochmal ein Reaction-Video für Germany auf Englisch. Und ja, für heute sage ich vielen Dank fürs Zuschauen und lasst mir einen Kommi da, wenn ihr wollt. Ich wünsche euch was.